Hallo, mein Name ist Frank Sackenheim und ihr schaut den Astrofotocast. Heute mal wieder ein Nina-Tutorial. Ich habe ewig kein Nina-Tutorial mehr gemacht und ich bin längst einige Tutorials schuldig. Vor allen Dingen bin ich schuldig ein Tutorial über den Advanced Sequencer. Da haben ganz viele Leute schon vor 2 Jahren, glaube ich, nachgefragt und ich habe es nie gemacht. Und jetzt endlich habe ich mich hingesetzt und habe dieses Tutorial erstellt und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Alles das gibt's nach dem Intro. Bis gleich. Ja, wie eingangs erwähnt, ich habe schon, ich weiß nicht, wann ich die Nina-Tutorials gemacht habe, gefühlt ist es 2 Jahre her. Ich glaube, es ist auch 2 Jahre her. Es war irgendwann in der Corona-Zeit. Und habe dann gesagt, ja, sobald die neue Version von Nina rauskommt, mache ich auch ein Tutorial zum Advanced Sequencer. Die neue Version 2.0 ist längst draußen und ich habe immer noch kein Tutorial gemacht. Was einfach daran lag, dass ich mich selber noch nicht richtig damit auseinandergesetzt habe oder hatte. Das habe ich mittlerweile gemacht und alles, was ich so weiß, möchte ich euch in diesem Video mitgeben. Ein paar Disclaimer gleich am Anfang. Dies ist kein ausführliches Tutorial zum Advanced Sequencer in Nina. Ich erzähle euch also nicht wirklich jeden Detailpunkt, was jede einzelne kleine Action da macht. Und mit Sicherheit habe ich auch Sachen vergessen, weil ich mich selber noch gar nicht so lange mit diesem Advanced Sequencer auseinandergesetzt habe. Also es ist eher was für Einsteiger. Ich selber bin quasi Einsteiger in den Advanced Sequencer und das, was ich jetzt so erfahren habe, das möchte ich euch wiedergeben. Vielleicht mache ich nochmal ein Video später, wo es ausführlicher wird oder wo es um komplexe Sequenzen gibt. Die werdet ihr hier übrigens auch nicht finden. Es gibt ja Videos, wo Leute echt super komplexe Sequenzen machen, die mega intelligent sind, am Ende 10 Minuten, 15 Minuten sparen oder so. Das wird es hier nicht geben. Wie gesagt, es ist ein Einstiegstutorial. Zweiter Disclaimer. Ich habe schon vor 2 Jahren Videos angeschaut zum Advanced Sequencer, als der nämlich in der Beta-Version von Nina zum ersten Mal erschienen ist. Und da haben gleich Leute Videos dazu gemacht. Und ich habe immer gesagt, ja, das ist irgendwie sehr komplex. Diese Tutorials sind sehr umfangreich. Ich mache irgendwann ein Video und didaktisch lasse ich mir da richtig was einfallen. Das war so mein Anspruch und das habe ich auch geglaubt, dass ich das hier tue. Habe mir dann nochmal die Videos, die es gibt im Internet, also auf YouTube hauptsächlich, alle angeschaut und festgestellt, nee, die didaktisch genialen Ideen, die ich hatte, die habe ich alle aus diesen Videos irgendwie zusammengepackt. Das wird also so eine Melange, so eine Mischung aus all den Videos, die es irgendwie da draußen gibt. Das sind gar nicht so viele. Ich möchte hier ganz besonders erwähnen, ein Video vom YouTube-Kanal Sternhimmel fotografieren, der ein sehr ausführliches deutsches Tutorial zum Advanced Sequencer gemacht hat. Einige Ideen stammen daher. Dann gibt es Patriot Astro, das ist ein amerikanischer YouTube-Kanal, der eine Zeit lang sehr viele Videos zu Nina gemacht hat, auch zum Advanced Sequencer. Auch da habe ich Ideen geklaut, sage ich mal. Dann gibt es James Lamp, ist ein Typ, der sehr intelligente Videos macht und Queef, The Lazy Geek, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Der hat auch Videos, eine Zeit lang sehr viele Videos zu Nina gemacht. Und auch da habe ich mir das Video angeguckt. Also, die Leistung, die ich hier erbringe, ist nicht alleine meine Leistung, sondern baut auf den Leistungen von all diesen Videos. Und das möchte ich hier ja einfach der Transparenz halber sagen, denn das finde ich wichtig, dass man das auch mal erwähnt. Nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie erkläre ich euch den Advanced Sequencer und noch ein paar Sachen vorweg. Viele werden sagen, oh, das ist aber kompliziert und ja, habe ich auch gedacht. De facto ist es so, der Advanced Sequencer ist nicht kompliziert, er ist eigentlich total einfach, aber er ist total ungewohnt. Das ist immer so, das verwechseln die Leute, wenn etwas ungewohnt ist, erscheint es mir fremd, erscheint es mir kompliziert, umständlich. Und es gibt aber keine Software, die ähnlich funktioniert wie der Advanced Sequencer in Nina, weil in allen anderen Softwares läuft das nach immer dem gleichen Muster ab, wie so eine Sequenz, so eine Aufnahmesequenz erstellt wird. Und das ist in Nina in dem Advanced Sequencer mal einfach komplett anders. Und deswegen ist es fremd, aber es ist nicht kompliziert. Hingegen kann man sehr komplexe Sequenzen damit machen. Das wird sehr, sehr schnell, sehr unübersichtlich, wenn man nicht weiß, was da passiert. Und dafür ist ja das Tutorial da, euch einen Einstieg zu geben, wie das Ganze funktioniert.
Wenn ihr irgendwo hört, dass Leute sagen, der Advanced Sequencer ist total genial, die Leute haben recht, das ist wirklich, ja, es ist total anders, es ist deswegen fremd, aber es ist tatsächlich ein total geniales Teil. So, das Video ist dreigeteilt. Ich zeige euch im ersten Teil eine Methode, ja, die habe ich auch eigentlich aus dem Video natürlich entlehnt, sage ich mal, wie man sehr, sehr einfach von dem Simple Sequencer rübergehen kann in den Advanced Sequencer und ab dann den Advanced Sequencer ganz, ganz, ganz einfach nutzen kann. Ihr müsst wirklich nichts wissen über den Advanced Sequencer, nur zwei, drei Kleinigkeiten, zwei, drei Knöpfe, die ihr drücken müsst und dann könnt ihr den schon nutzen und das zeige ich euch jetzt zuerst. Im zweiten Teil geht es dann darum, das ist quasi so eine Kurzanleitung, um wirklich mal zu verstehen, was macht denn der Advanced Sequencer eigentlich? Denn das braucht ihr natürlich, wenn ihr dann ein bisschen damit arbeiten wollt. Ihr könnt erstmal mit der ersten Methode den benutzen, das ist ja schon mal viel wert. Und dann, wenn ihr den benutzt und so ein bisschen, ich benutze den Advanced Sequencer, euch beruhigt habt, dann könnt ihr euch das mal ganz in Ruhe angucken und gucken, was da passiert. Und dafür ist jetzt dieser zweite Teil, das ist quasi so eine Art Anleitung, zwar nicht die ausführlichste Anleitung, aber eine Anleitung, was passiert da eigentlich, wie funktioniert das Teil. Das wird der zweite Teil. Dritter Teil wird dann, dass wir unsere Sequenz, die ganz einfache Sequenz vom Anfang erweitern, um die Funktion aus dem Advanced Sequencer. Und dann werdet ihr, glaube ich, das Potenzial und die Genialität von diesem Teil entdecken. Und danach, glaubt mir, werdet ihr nichts mehr anderes nutzen wollen. Das ist Fakt, glaube ich. Also los geht's mit dem ersten Teil, wie er wirklich für Anfänger tauglich ganz, ganz, ganz einfach aus dem normalen Sequencer, den ihr kennt, in den Advanced Sequencer gehen könnt. Los geht's. In der Version von Nina 2.1 sieht die Oberfläche von Nina so aus, wenn ihr hier startet. Und wir könnten jetzt in den Sequencer gleich reingehen, aber ich habe mir einen anderen Weg überlegt. Wir gehen einmal in den Framing-Assistenten von Nina. Wir suchen uns jetzt hier ein Objekt aus. Sagen wir mal M42. Da ist es. Und jetzt wird es gesucht und es wird auch ein Bild. Ich kann mal ein Bild laden und ich kann ein kleines Framing machen. Ich sag mal, so will ich das haben. Und jetzt habe ich hier unten, wie gehabt eigentlich, die Möglichkeit Add Target to Sequence. Und wenn ich hier mal drauf drücke, dann werde ich gefragt, möchte ich in den Simple Sequencer gehen oder in den Advanced Sequencer. Ich klicke jetzt mal Simple Sequencer. Und das ist der normale Sequencer, wie ihr ihn vielleicht von früher kennt. So, jetzt können wir mal überlegen, was wollen wir denn hier eigentlich machen. Also wir haben hier das Objekt, klar. Und jetzt gibt es hier die Target Options. Ich will, dass das Teleskop zu dem Objekt hinfährt, ein Plate Solve macht und es genau einstellt. Deswegen Center Target auch. Ja, und möchte ich, dass das Guiding startet? Ja, das möchte ich auch. Dann Autofokus. Ich möchte, dass es beim Start quasi einen Autofokus macht. Da ich hier eine One-Shot-Color-Kamera habe, habe ich keinen Filter-Change. Aber ich sag mal, nach 12 Bildern soll bitte auch ein Autofokus geschehen. So, jetzt sage ich noch, dass ich 60 Aufnahmen machen möchte. Na? 60 Aufnahmen und die sollen eine Belichtungszeit von 300 Sekunden haben und das Dithering möchte ich auch haben. Jetzt könnte ich natürlich auf Start drücken, das mache ich aber nicht. Stattdessen drücke ich hier auf diesen Button und da steht Builds up a sequence for the planned set of targets. Und das heißt de facto, dass wenn ich hier draufklicke, dann geht es in den Advanced Sequencer. Dann wird das hier übernommen in den Advanced Sequencer. Ich drücke mal drauf und jetzt kriege ich eine kleine Meldung, dass es von da aus keinen Weg zurück gibt. So, ich bediene jetzt hier die Taste Yes und jetzt sind wir im Advanced Sequencer. Und ich glaube, das ist immer der Moment, wo jedem Neuling jetzt erstmal die Kinnlade runterfällt und er sagt irgendwie, boah, das sieht irgendwie alles super kompliziert aus. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Deswegen mache ich das jetzt mal alles hier zu. Ja, da habt ihr schon den ersten kleinen Trick gesehen, wie man alles zumachen kann. Und dann schauen wir mal, was hier passiert jetzt. De facto ist es so, dass wenn ich jetzt hier auf Start Sequence drücke, dann passiert nichts anderes,
wie auch in dem Simple Sequencer. Das heißt, ihr könnt einfach jetzt diese Sequenz starten und sie macht exakt das, was ihr in dem Simple Sequencer vorhin eingestellt habt. So, ich wähle jetzt hier mal einen anderen Namen und nenne das mal Simple Sequence. Und was ich jetzt machen kann, ich kann entweder, ich habe hier oben einen Reiter Templates, ich kann entweder per Drag and Drop das Ganze nehmen und hier mal hineinschieben, Create New Template. Und jetzt habe ich hier ein User Template, das heißt Simple Sequence. Jetzt zeige ich euch gleich den nächsten Trick, nämlich wenn ich so eine Sequenz wieder löschen will, dann kann ich entweder hier drauf gehen auf das Mülleimer-Symbol oder ich ziehe das Ganze auf diesen großen Mülleimer hier unten und das lösche ich jetzt auch noch hier. Und jetzt habe ich hier wieder die nackte Sequenz. Jetzt fragt ihr euch, warum macht er das denn? So, gehen wir nochmal zurück zum Framing-Assistenten und wir wollen jetzt nicht M42, sondern M45 aufnehmen. Ich lade mal ein Bild. So, und auch hier sage ich, ja, ich will irgendwie diesen Bildausschnitt haben. Jetzt kann ich hingehen und kann hier unten auswählen, oder ich gehe wieder auf den Reiter Add Target to Sequence. Und jetzt gehe ich mal direkt auf den Sequencer und jetzt springt hier ein Untermenü auf und ich bekomme hier mein Template angezeigt, das heißt Simple Sequence. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann öffnet sich der Advanced Sequencer und exakt die Einstellung, die ich vorhin genommen habe für meinen M42, alles was ich da machen wollte, das kriege ich jetzt hier auch, aber mit dem Objekt M45. Und das ist das Tolle, ihr könnt ab jetzt einfach immer dieses Template benutzen und das ist viel einfacher als in der Simple Sequence immer alles erst einstellen zu müssen. Ich lösche das nochmal und zeige euch noch einen weiteren Weg, wie ihr zum gleichen Ziel kommt. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich am Ende ein bisschen Geschmackssache, ob ihr das so oder so macht. Ich gehe nochmal zum Framing-Assistenten und statt das jetzt hier an die Sequenz zu schicken, sage ich mal hier in diesem Untermenü Add Target to Target List. Und ich wähle jetzt nicht hier mein Template aus Simple Sequence, sondern sage einfach Deep Sky Object Sequence. Jetzt bekomme ich hier eine Meldung, Target M45 has been created. So, ich suche mir noch ein Objekt aus, M31. Zack, da ist es. Load Image, ja, ich mache diesen Bildausschnitt und verfahre genauso. Add Target to Target List, Deep Sky Object. Und zack, da ist es auch. Jetzt gehen wir mal in den Sequencer rein, ja, und gucken hier unter Targets. Und jetzt sehen wir, oh, hier habe ich sogar noch eins übrig, M45, habe ich ja auch schon, M42. Und ich habe den Andromeda-Nebel. Jetzt nehme ich mein Template, sage Simple Sequence, ziehe das mit der Maus hier rein. Jetzt habe ich hier meine Simple Sequence, gehe nochmal auf meine Targets und kann jetzt hier den Andromeda-Nebel einfach auch reinziehen. Ja, ich muss das hier reinziehen. So, und jetzt habe ich den Andromeda-Nebel, also die Koordinaten, die ich hier abgespeichert habe, in meine Sequenz reingeladen. Kann auf Start drücken und los geht's. Ihr habt gesehen, das ist eigentlich super simpel und ihr könnt jetzt den Advanced Sequencer benutzen und wenn euch jemand fragt, sagt ihr, selbstverständlich benutze ich den Advanced Sequencer. Ja, ist ein bisschen Spaß, aber auch ein bisschen ernst, denn ja, ihr müsst einfach erstmal reinfinden und wenn ihr den dann so ein bisschen ab und zu benutzt habt, dann beruhigt ihr euch ein bisschen und werdet den häufiger benutzen, glaube ich, und werdet sehen, ach, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert und einfach. Und jetzt im zweiten Teil möchte ich eine kleine Anleitung geben, euch erklären, was denn da eigentlich im Detail passiert. So, wenn ihr den Advanced Sequencer öffnet, also einfach so ja aus dem Startbereich heraus, dann sieht das Ganze so aus und ich erkläre mal kurz, es gibt hier dieses große Fenster, das ist unterteilt nochmal in ein kleines Fenster hier oben, das heißt Sequence Start Area. Ja, hier geht es also darum, was soll am Anfang einer Sequenz gemacht werden. Dann gibt es hier, ich sag mal, den Haupt
Teil der ganzen Sequenz. Da geht es darum, dass Bilder aufgenommen werden sollen, gedizert werden soll und so weiter und so fort. Und was es alles da hier noch an Instructions gibt. Und dann gibt es eine Sequence End Area. Da könnt ihr euer Teleskop parken oder was auch immer. Wir konzentrieren uns erstmal hier auf diesen mittleren Bereich. Hier unten habt ihr dann die üblichen Dinge, dass ihr so eine Sequenz, wenn sie fertig ist, könnt ihr die komplett speichern. Und ihr könnt natürlich auch Sequenzen, die ihr vorher gespeichert habt, über diesen Button hier aufrufen. Dann gucken wir mal in den rechten Bereich und das ist das, wo viele Leute nervös werden. Hier gibt es nämlich diese ganzen Instructions und das sind eine Menge, ja, und das macht viele Leute sehr nervös. Aber keine Panik, ja, wir brauchen die nicht alle. Und dann gibt es hier noch diesen Bereich Templates. Ja, da ist zum Beispiel unsere Simple Sequence, die wir vorhin angelegt haben und drei Default Sequenzen, die oder Templates, die von Nina quasi von vornherein angelegt werden. Dann hier unsere Targets. Ich habe jetzt die Targets, die ich vorhin hatte, im Eingangsteil, die habe ich wieder gelöscht. Ja, und wir kümmern uns um die Instructions. Um ein bisschen Übersicht zu schaffen, kann ich die alle mal kollapsen. Ja, und dann kann ich einzelne aufmachen oder ich zeige mir die alle an. Dann gibt es hier noch dieses Einstellungsrad, da kann ich auch mal drauf drücken. Und wenn ich das aktiviert habe, dann seht ihr, dass hier hinter jedem dieser Instructions ein kleines Ausrufezeichen ist. Und ich kann jetzt zum Beispiel hingehen und alles, was den Dom betrifft, mal wegmachen. Ja, deaktivieren. Und wenn ich jetzt hier wieder auf dieses Zahnrad drücke, dann seht ihr, dass ja dieser komplette Bereich Dome gar nicht mehr angezeigt wird. Wenn ihr also wisst, ich brauche den Dome sowieso nicht, dann könnt ihr das so machen. Wenn ihr irgendwann vielleicht doch mal ein eigenes Observatorium habt, dann könnt ihr das wieder rückgängig machen, könnt ihr alle wieder aktivieren und dann sind sie auch alle wieder da. Also ihr macht hier nichts kaputt. So, es gibt grundsätzlich drei Typen von Instructions und das sehen wir hier, die Instruction Sets. Es gibt eine Deep Sky Object Sequence, das sieht so aus und das ist sozusagen die Mutter aller Sequenzen. Ja, hier kann man das Deep Sky Objekt eingeben und dann kann man hier verschiedene Dinge eingeben und um diese verschiedenen Dinge geht es jetzt. Ich mache das nochmal weg und dann gibt es ein Parallel Instruction Sets, kann ich auch mal hier hinziehen. Alle Anweisungen, Instruktionen, die hier gemacht werden, werden parallel ausgeführt. Ihr könnt euch vorstellen, dass das in den wenigsten Fällen Sinn macht. Das macht eigentlich nur dann Sinn in so einer Sequence Start oder Sequence End Area, wo ich sage, ja, die Kamera soll gekühlt werden, während gleichzeitig schon das Teleskop unparked wird. Ja, also da macht das Sinn. Ansonsten macht eigentlich nur Sinn so eine Sequential Instruction Set. Und da sehen wir jetzt in so einem, also eins nach dem anderen Instruction Set, sehen wir die drei verschiedenen Typen von Instruktionen, mit denen wir es hier zu tun haben. Wir haben Instruktionen, wir haben Loop Conditions und wir haben Triggers. Unter die Instruktion fällt, fahr das Teleskop zur Position XY, macht einen Autofokus, nimm ein Bild auf. So, eine Loop Condition können wir einstellen, da können wir zum Beispiel sagen, das, was ich gerade gesagt habe, diese drei Sachen, mach die immer hintereinander oder auch nur eins davon immer hintereinander. Ja? Und Triggers, das sind solche Dinge, wo ich sagen kann, wenn dies und jenes erreicht ist, zum Beispiel, ich habe drei Aufnahmen gemacht, jetzt soll gedizert werden, ja? Dann fällt das unter den Bereich Trigger. So, wir machen mal eine Instruction und zwar sagen wir Take Exposure. Ich kann hier draufklicken mit der linken Maustaste, kann das hier reinziehen. Jetzt bekommen wir hier diesen Bereich Take Exposure. Übrigens, wenn ich meine Geräte nicht angeschlossen habe, bekomme ich hier so eine Warnmeldung, Cameras not connected, ganz logisch. Sobald eure Geräte angeschlossen sind und in Nina auch aktiviert wurden, dann geht hier dieses rote Ausrufezeichen weg. Aber ihr werdet das in allen Tutorials sehen, weil solche Tutorials werden nicht draußen in der Nacht gemacht, sondern tags am Schreibtisch. Und dann sind die Geräte eben nicht angeschlossen, deswegen hier das rote Ausrufezeichen. So, ich kann jetzt sagen, bitte mach mal eine Aufnahme. Typ Light, Binning 1, Gain, Offset kann ich jetzt gerade nicht bestimmen, weil die Kamera nicht angeschlossen ist. Würde ich jetzt auf Play drücken, dann würde ich genau eine Aufnahme vom Typ Light bekommen. Ja, und das wäre es dann.
So, ich will aber ja nicht eine Aufnahme machen, sondern ich will mehrere Aufnahmen machen. Jetzt kann ich eine Loop Condition hier bestimmen. Und hier gibt es ganz verschiedene. Und ich sag mal, das, was ich suche, ist Loop for Iterations. Übrigens könnt ihr so eine Loop Condition nicht in diesen Bereich ziehen. Ihr könnt ihn auch nicht in den Trigger-Bereich ziehen. Das seht ihr rechts hier an diesem roten Ding. Ich kann das nur hier reinziehen. So, Loop for Iterations, 2, nee, ich sag mal 6. So, was passiert? Es wird hier der Reihe nach jetzt durchgegangen. Also, Nina erkennt einen Loop und sagt, ich muss das 6-mal durchführen, und zwar die Instruction. Also, es wird eine Aufnahme gemacht, dann geht es in den Loop zurück. Ja, dann wird noch eine Aufnahme gemacht, es geht in den Loop zurück. So lange, bis hier 6 von 6 steht, und dann ist das alles erfüllt und dann bin ich am Ende meiner Sequenz. So, jetzt kann ich noch einen Trigger einstellen, denn ich kann zum Beispiel sagen, bitte, du sollst nach jeder Aufnahme aber auch dissern. Ja, jetzt kann ich hier diesen Trigger nehmen. Die Trigger sind übrigens alle mit so einem kleinen Blitz gekennzeichnet. Ja, und ich sag mal, dieser After Exposure. Jetzt kann ich noch sagen, nach jeder Aufnahme oder nur nach jeder zweiten Aufnahme. Ich sag mal, nach jeder Aufnahme. So, was passiert? Es wird hier das alles abgefragt. Wir kommen zu dem Punkt, wo es heißt, mach eine Aufnahme. Ja, der Trigger merkt nach der ersten Aufnahme, okay, mein Triggerpunkt ist erreicht. Es wurde eine Aufnahme gemacht, also mache ich ein Dithering. So, dann geht es zurück in den Loop, ja, bis 6 gedisserte Aufnahmen gemacht wurden. So, das ist wirklich die einfachste Sequenz, die wir erstellen können, die aber so, ja, relativ unbrauchbar ist. Deswegen lösche ich die mal. So, um jetzt komplexere Aufgaben zu sehen, ist es vielleicht ganz gut, wenn man sich einmal so ein sogenanntes Flussdiagramm aufzeichnet. Und das machen wir jetzt mal gemeinsam. Und dann nehmen wir einfach mal unsere Simple Sequence wieder und gehen mal wirklich zurück in den Simple Sequencer und stellen da nochmal alles ein, was wir haben wollen, und schauen uns mal an, wie das in einem Flussdiagramm aussieht. So, das ist wieder unser Simple Sequencer, und ich habe hier wieder mal die Andromeda-Galaxie, und ich habe hier wieder alles das eingestellt, was ich vorhin auch eingestellt habe, was mir wichtig ist. Also ich möchte, dass der Sequencer zum Target hinfährt, dass er den zentriert. Da passiert ja auch immer dann so ein Plate Solve. Ich möchte, dass geguided wird. Ich möchte, dass ein Autofokus am Anfang gemacht wird und nach jeder 12. Aufnahme. Ich möchte 60 Aufnahmen a 300 Sekunden, und nach jeder Aufnahme soll gedissert werden. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das in einem Flussdiagramm aussehen würde. So, hier ist mein Flussdiagramm. Bitte nicht lachen. Die Leute, die beruflich mit sowas zu tun haben, die werden da mit Sicherheit was zum Meckern haben. Aber man macht das in der Regel durch solche Blöcke, und dann geht das irgendwie die Linien runter. Also alles, was hier so passiert, passiert der Reihe nach eben. Also erstens, das erste, was passiert in meiner Sequenz, ist, das wird ein Slew-to-Target vorgenommen. Das Teleskop fährt zu meinem Objekt. Dann heißt es Center-Target. Ich habe da einen kleinen Kreis noch dran gemacht. Das beinhaltet natürlich ein Plate-Solve. Dann geht es weiter, dann wird das Guiding gestartet. Dann geht es weiter, dann wird der Autofokus ausgelöst. Und dann geht es los und meine Aufnahme kommt. Und da ist jetzt rechts eben dieser Pfeil zurück, wieder vor die Aufnahme. Das ist mein Loop. Da muss ich dann einstellen. Ja, das passiert 8-mal, 6-mal. Mal 12 mal, wie auch immer, und wenn der Loop dann durch ist, dann geht es weiter und dann geht es zum Ende. So, hier habe ich jetzt noch meinen Trigger reingezeichnet, dieses kleine Blitzsymbol, wie es Nina auch verwendet wird, und der Trigger, der sitzt da und wartet die ganze Zeit und passt auf wie so ein Schießhund und sagt irgendwie, wenn meine Bedingung erfüllt ist, dann löse ich aus und dann schieße ich hier quer. Und ja, nach jeder Aufnahme kommt dann eben zum Beispiel irgendwie, überprüft der Trigger, ja, muss ich jetzt dissern, oder in dem Fall, er soll nach 12 Aufnahmen immer einen Autofokus in jedem Fall machen, also sind die 12 Aufnahmen im Loop durch, kommt der Trigger und sagt, so, jetzt Autofokus.
So, hier ist meine Sequenz jetzt wieder. Ich habe sie wieder in den Advanced Sequencer geladen. Wir überprüfen jetzt mal, ob das mit unserem Flussdiagramm übereinpasst. Ja, und jetzt müssen wir uns wirklich einmal konzentrieren und müssen mal versuchen, das hier alles zu verstehen. Also, wir haben hier Unpack Scope. Das ist sozusagen in einer der Startbedingungen, die jetzt hier Nina noch mit hinzugefügt hat. Ja, ergibt ja absolut Sinn. Oben, ja, zu Beginn von allem sozusagen das Teleskop zu anparken. So, jetzt haben wir hier unsere Sequenz M42. Ich kann übrigens jederzeit das auch umbenennen. Ja, wenn ich will, nur mal so am Rande. Hier stehen jetzt meine Target-Informationen, die Koordinaten und so weiter und so fort. Jetzt könnte man ja erwarten, dass jetzt hier unter Instructions eben diese Dinge kommen wie Slew to Target oder Center Target oder was auch immer. Stattdessen sind hier wieder solche Instruction-Anweisungen oder Instruction-Blöcke, die ich mal aufmachen kann, die wieder Trigger Loop Condition Instructions enthalten. Das macht absolut Sinn. Man nennt sowas eine Nested Sequence. Also diese Sequenz ist sozusagen verschachtelt in dieser größeren Sequenz. Und es ergibt absolut Sinn, so zu arbeiten. So. Die wurde jetzt auch benannt hier, also das könnt ihr auch selber machen und könnt sagen, Target Preparation Instructions klingt mir zu kompliziert, ich nenne das irgendwie anders, ich nenne das gehe zu oder go to and center oder irgendwie sowas, ja, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und jetzt gucken wir uns mal an. Also bisher ist ja noch gar nichts passiert. Wir haben ein Objekt, es passiert noch gar nichts. Obwohl hier Koordinaten stehen, kommt hier noch gar keine Instruktion. Also müssen wir diesen ersten Block mal aufklappen. Hier haben wir keinen Trigger, keine Loop Condition, aber hier kommen die ersten Instruktionen. So, Nina geht jetzt davon aus, dass wir ja keine One-Shot-Color-Kamera haben, sondern vielleicht irgendwie eine Mono-Kamera und möchte erstmal den Filter wechseln. Das brauchen wir eigentlich nicht. Bei einer One-Shot-Color-Kamera mache ich das einfach mal weg. So, und jetzt kommt eben unser Ding, Slew and Center, das ist genau das, das sind die ersten beiden Punkte in unserem Flussdiagramm, die getan werden sollen. Also prima, es wird ein Slew gemacht, dann wird ein Plate Solve gemacht, dann wird das zentriert und damit sind die ersten beiden Punkte schon mal abgehakt. So, und dann hier startet jetzt das Auto-Guiding, das haben wir auch schön in unserem Flussdiagramm. Und ich kann jetzt hier noch zusätzlich die Option wählen, ob ich die Kalibrierung am Anfang haben will oder nicht. Also, dass ich PRD2 zwinge, eine neue Kalibrierung zu machen. Kann ich machen, kann ich nicht machen. So, und dann kommt der Autofokus. Also, dann gibt es einen Autofokus. Das ist sozusagen der Bereich Go-To and Center. Jetzt kommen wir zu den Target Imaging Instructions und hier haben wir jetzt unseren Trigger. Also hier haben wir den Autofokus Trigger, der sagt, immer nach 12 Aufnahmen mach bitte einen Autofokus. Und dann haben wir hier die eigentliche Aufnahmeanweisung. Das ist ein sogenanntes Smart Exposure. Das ist also nicht hier die einfache Take Exposure, sondern Smart Exposure. Und das ist eine kleine Besonderheit, denn hier in dieser Smart Exposure, da ist sozusagen die Loop Condition schon enthalten. Also mach bitte 60 Aufnahmen. Das ist hier schon enthalten. Außerdem auch der Dither Trigger, den ich hier drin habe, der ist hier auch enthalten. Also das ist so schön an der Smart Exposure. Damit gestalte ich das Ganze etwas übersichtlicher. Eigentlich, wenn ich jetzt hier eine normale Exposure genommen hätte, dann müsste ich hier noch einen Trigger eintragen für Dithering und ich müsste unter Loop Condition hier diese Loop Condition mit 60 Aufnahmen eintragen. Das ist in dieser sogenannten Smart Exposure schon drin. So, also haben wir alles. Autofokus, Aufnahme, das Ganze wird geloopt. Der Loop ist hier schon bereits eingebaut. Wir haben einen Dither Trigger, der ist hier schon eingebaut. Und wir haben unseren Autofokus Trigger, der ist hier auch eingebaut. Und so, jetzt haben wir nur noch die Target Closure Instructions. Warum Nina die jetzt hier innerhalb dieser Sequenz drin hat, weiß der Geier.
könnten wir ja auch in die Sequenz End Area reinsetzen. Da ist nur lediglich eine Instruktion. In unserem Flussdiagramm steht jetzt quasi Ende, aber wir könnten das Ende noch irgendwie bekräftigen, indem wir sagen Stop Guiding. Das war's. Ja, und ihr seht, wenn ihr euch jetzt mal so ein bisschen mit dieser ganzen Logik auseinandersetzt, dann ist das doch gar nicht so schwer. Ihr könnt euch das jetzt wieder abspeichern, habe ich ja aber ohnehin schon gemacht und dann immer, wie am Anfang gezeigt, als Template benutzen. Jetzt, wo ihr Bescheid wisst, was da alles in dieser Oberfläche los ist, was da passiert, wie das funktioniert mit den Abläufen, können wir unsere Sequenz vom Anfang ein bisschen erweitern um ein paar echt intelligente Dinge, die mir persönlich in dem Simple Sequencer total gefehlt haben. Zum Beispiel eine Zeit, dass ich sagen kann, bitte fang um 18 Uhr mit der Sequenz an. Ja, ich geh Abendessen oder was auch immer, bring die Kinder ins Bett und dann startet, ich habe gar keine Kinder, aber ihr vielleicht, und dann startet der Sequencer von ganz alleine und ich kann sicher sein, dass ich ja irgendwie sofort, sobald es dunkel ist, anfange zu fotografieren. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. So, wir kommen jetzt zum eigentlichen Punkt, wo es eigentlich erst richtig spannend wird. Bis hierhin habt ihr jetzt sozusagen ein bisschen laufen gelernt mit dem Advanced Sequencer und jetzt dieser dritte Abschnitt in dem Video, da geht es eben darum, wie können wir jetzt diese Sequenz hier noch verbessern. Ich lösche mal hier diese Startanweisung. Also, was ich mir immer gewünscht habe, ist, dass ich am liebsten gar nichts mehr machen möchte bei einer Aufnahmesession. Ich möchte das Teleskop aufbauen und ich möchte, dass es zu einer gewissen Zeit selbstständig anfängt mit dieser ganzen Sequenzierung und selbstständig alles alleine macht, ich überhaupt nichts mehr machen möchte oder machen muss. So, und das machen wir jetzt hier mal, indem wir in der Sequence Start Area was festlegen. Und was ich mal zuerst mache, ist, dass ich hier so ein Parallel Instruction Set hier rein setze und dann benenne ich das noch um und sage, das ist meine Start Sequence. Und jetzt überlege ich, was möchte ich denn eigentlich haben? Also ich möchte, dass gleichzeitig das Teleskop entparkt wird. Ich möchte, dass die Kamera runtergekühlt wird. Und ich möchte, dass mein Fokuser in eine Position fährt, wo ich sicher sein kann, dass die Aufnahme schon einigermaßen im Fokus ist. Das muss ich nämlich immer machen, damit ich irgendwie beim ersten Playzolf oder beim ersten Autofokus-Durchlauf nicht versage. Denn man muss davon ausgehen, dass beim ersten Autofokus-Durchgang sollte die Kamera oder das Teleskopkamera sollten schon ganz gut im Fokus sein. Ich kann mir diese Position, wo ich einen guten Fokus erreiche, ungefähr merken, kann mir das mal aufschreiben, wo das so ist, und das mache ich per Hand einfach jede Nacht, dass ich den Fokuser dann schon an die Position fahre, und das möchte ich eben in dem Fall nicht, sondern ich möchte, dass Nina das alleine macht. So, also ich möchte ein Unpark machen. Ich kann hier übrigens mal in diese Searchbox eingeben Unpark und dann habe ich hier Unpark Scope und das ziehe ich jetzt hier rein. Cool. Das nächste, was wollte ich haben? Ich wollte Cool Camera. Habe ich auch. Prima. So, jetzt muss ich hier natürlich eingeben, ja, wohin soll sie gekühlt werden? Auf minus 10 Grad. Und das in einem Zeitraum von, sagen wir mal, 10 Minuten. So, und dann wollte ich ja noch Move Focuser, also bewege den Focuser zu einer bestimmten Position. Habe ich auch Move Focuser. Und dann kann ich hier mal eingeben und ich sage mal einfach, meine Fokusposition ist immer so um 5640. So, jetzt passiert das. Ja, aber wann passiert das? Das ist ja jetzt auch interessant. Ich kann jetzt auch hier mal eine Bedingung angeben für den Zeitraum. Ja, denn Nina, ich habe Nina mitgeteilt in den Einstellungen, wo ich mich befinde. Und Nina weiß auch über die Computerzeit, welche Uhrzeit wir haben. Und das heißt, ich kann auch ganz klar definieren, wann Nina anfangen soll mit einer mit dieser ganzen Geschichte. Und ich möchte, dass in der Dämmerung bereits hier die Kamera runtergekühlt wird, entparkt wird und der Fokuser an diese Position fährt. Also Wait
for heißt ein Befehl und hier kann ich sagen wait for time. Das muss ich jetzt hier natürlich ganz oben hin positionieren und jetzt kann ich hier unter source mal sagen, bitte nimm doch mal die nautische Dämmerung und wenn du dort angelangt bist, ist es heute um 19.04 und 4 Sekunden, dann mach den ganzen anderen Quatsch. Also, wenn ich jetzt gleich auf Start drücke, wartet Nina bis 19.04 und 4 Sekunden, kühlt die Kamera, unparkt das Teleskop, bewegt meinen Fokuser auf diese Position. Ich klappe das zusammen. Jetzt bastle ich mir meine End-Sequence. Was möchte ich da? Da möchte ich, dass das Teleskop geparkt wird. Ach so, das kann ich auch wieder als parallele Anweisung machen. Ja, mache ich ein Parallel Instruction Set, benenne das mal um und sage Ende. So. Park Scope, nicht Park Dome. Setz das hier rein. Dann möchte ich, dass meine Kamera aufgewärmt wird. Das wird wohl sowas heißen wie Warm Camera. Ja, natürlich, klar. Ja, ist eigentlich auch egal, wo ich das jetzt hinsetze. Und ich sag mal hier, bitte 10 Minuten soll das Ganze dauern. Und natürlich möchte auch wieder mein Fokussierer Move Focuser an diese Position bringen, aber diesmal an die Nullposition. Also deswegen, ich möchte, dass der Fokuser ganz reinfährt. So, prima. Jetzt könnte ich noch hier in die Mitte gehen und sagen, ja, wann soll denn mit dieser ganzen Aufnahme eigentlich begonnen werden? Ich habe ja hier für die Start-Sequenz eingegeben, dass das Ganze in der nautischen Dämmerung anfangen soll. Zum Fotografieren ist das viel zu früh. Ich kann jetzt hier hingehen und bevor diese ganzen Sachen hier, Go to and Center, Bildaufnahme, Ende der Nacht, das kann ich übrigens löschen, Ende der Nacht, denn ich habe mir jetzt hier eine schöne Endsequenz gemacht. So lösche ich das mal. Also ich möchte sagen, wait for time. Das ziehe ich jetzt hier rein. Na, das muss ich nach oben ziehen. Ja, wait for time. Jetzt sage ich aber nicht Nautical Dusk, sondern Astronomical Dusk. Also dann, wenn die Nacht richtig dunkel ist, das ist eine halbe Stunde später, 19.42 Uhr in 21 Sekunden, dann soll der ganze Quatsch hier losgehen. Und jetzt hoffe ich, dass Nina dann jetzt irgendwie alles das völlig automatisch macht. Und ob es das macht, das muss ich noch rausfinden. Das seht ihr dann vielleicht mal wieder in einem Vlog. Ich habe mir noch eine kleine Spielerei gegönnt. Also wirklich, naja, vielleicht, das ist doch schon ziemlich praktisch. Ob es jetzt eine Spielerei ist, weiß ich gar nicht. Ich lösche diese Dinger hier mal alle. Ja, und es gibt ein Plugin hier unter Plugins. Das heißt Ground Station. Also wenn ihr hier unter Available geht, dann könnt ihr hier das Plugin Ground Station sehen und dann könnt ihr das hier oben über diesen Button installieren. Kostet nichts zusätzlich und dann habt ihr es hier einmal vorrätig. Was macht Ground Station? Ground Station ist in der Lage, Benachrichtigungen zu schicken. Ich kann also irgendwo in meiner Sequenz Nina sagen, bitte schick mir eine Benachrichtigung. Das kann eine E-Mail sein, das kann eine Nachricht auf mein Handy sein. In einem Beispiel hat mal jemand tatsächlich auch eine Pizza bestellt, damit das geht wohl auch, zumindest wenn man in Amerika wohnt. Ich habe mich jetzt für den, also man kann unter Ground Station verschiedene Dienste aussuchen. Ich habe mich für den Dienst Pushover entschieden, der hat erstmal eine 30 Tage Testversion, damit habe ich das schon getestet. Und dann kostet das Ganze einmalig 5 Euro. Die habe ich noch übrig. So, dann bekommt man eine App Key und man muss dann aber auch noch eine Key, man bekommt einen User Key und man muss dann noch einen App Key sozusagen erstellen. Das habe ich auch alles schon gemacht und hier bereits eingetragen. Und wenn ich jetzt wieder in den Sequencer gehe, dann habe ich hier diese Funktionen, wo sind sie? Ground Station. Und hier habe ich jetzt zwei Dinge. Ich habe einmal einen Trigger,
Also mal angenommen, mein Autofokus haut nicht hin, ja, dann kann ich hier einen Trigger setzen und kann sagen, bitte schick mir dann eine Nachricht auf mein Handy oder auf mein iPad mit einem Klingelton, mit einem Warnton und dann kann ich mir das angucken. Dann gibt es hier aber noch eine normale Send-to-Pushover und ich möchte euch mal eine Sache zeigen, wo das interessant sein könnte. Ich habe ja eine One-Shot-Color-Kamera zumindest. Ich habe zwar auch eine Monokamera, aber ich habe in einem Setup eine One-Shot-Color-Kamera und ich habe da kein Filterrad. Ich habe da nur einen Filter-Slider. Das heißt, ich könnte mir folgende Situation vorstellen. Ich beginne ein Objekt, zum Beispiel im Winter um 19 Uhr und dann geht irgendwann um 23 Uhr der Mond auf. Das Objekt ist aber noch nicht untergegangen. Ich möchte dann mit meinem Duo Narrowband-Filter noch 2-3 Stündchen weiter belichten. Um jetzt alles schön automatisch zu haben, muss ich natürlich genau den Punkt abwarten. Ich könnte also zum Beispiel in meiner Sequenz einstellen, dass es nur so lange aufnehmen soll, bis der Mond aufgegangen ist. Da gibt es übrigens auch einen Befehl für quasi. Und da kann man sagen, wenn der Mond 5 Grad über dem Horizont steht, dann hör bitte auf mit dem Loop. Ja, und dann geht's weiter. Und dann möchte ich aber erstens eine Benachrichtigung bekommen, dass ich jetzt den Filter wechseln muss. Und ich möchte aber auch, dass die Sequenz anhält, bis ich den Filterwechsel gemacht habe. Und danach mache ich nochmal eine Instruction mit weiteren Aufnahmen. Und die sollen dann aber mit dem Filter gemacht werden, also mit dem Duo Narrowband Filter. So, ich zeige euch das jetzt nicht in der großen Sequenz, sondern ich zeige euch das mal im Kleinen. Mal angenommen, der Loop ist am Ende, also der Mond ist aufgegangen und Nina geht jetzt weiter und soll mir jetzt eine Benachrichtigung schicken. Dann gehe ich hier hin und sage Send to Push Over und jetzt muss ich mir einen Titel ausdenken. Jetzt kann ich hier noch eine Priorität einstellen bei solchen Benachrichtigungen. Ich würde jetzt einfach mal normal sagen, wenn ich hier Emergency eingebe, dann wiederholt Pushover diese Nachricht alle 60 Sekunden und ich muss wirklich bestätigen, dass ich sie gelesen habe. Ansonsten kriege ich die ganze Zeit Nachrichten. Das kann natürlich auch sinnvoll sein, wenn ich das Handy in der Hosentasche habe und vielleicht beim ersten Mal nicht gehört habe. So, und jetzt gibt es irgendwie diese schöne Geschichte. Message Box. So, das ist genau diese Sache. Ich kann hier eine Message Box einfügen und sagen, please. Change Filter. So, ich mache jetzt mal mein Handy an und das Screen Recording. Dann löse ich diese Sequenz mal aus und wir gucken, was passiert. So, ich starte die Sequenz. Rechts oben ist mein Handy. Und da kriege ich tatsächlich eine Nachricht, die heißt Please switch for Duo Filter. Ja, also ich laufe jetzt auf dem Feld oder bin im Auto ein bisschen eingedöst. Jetzt gehe ich zu meinem Computer und da sehe ich jetzt hier diese Nachricht. Please change Filter. Vielleicht bin ich müde und sage Stop Sequence, ja, und fahre nach Hause. Oder ich mache eben doch noch ein bisschen weiter. Und dann muss ich jetzt natürlich erst den Filter wechseln. Und wenn ich den Filter gewechselt habe, drücke ich auf Continue. Und ja, dann geht die Sequenz weiter. In diesem Fall ist die Sequenz damit zu Ende. Finde ich völlig genial, ehrlich gesagt. Und ich glaube, ich werde mir überall solche Push-Benachrichtigungen reinsetzen, auch wenn mein Handy dann die ganze Zeit klingelt. Das mal so als Ausblick, was noch alles geht mit dem Advanced Sequencer. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen die Angst vor dem Advanced Sequencer nehmen, einen schönen Einstieg zeigen in den Advanced Sequencer und ich bin mir sicher, ihr werdet irgendwie den Advanced Sequencer lieben. Wenn ihr dieses Video gut fandet, dann hinterlasst mir doch ein Like und hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar. Ja, vielleicht, ich bin selber noch Anfänger, was den Advanced Sequencer angeht. Vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps für mich. Schreibt es in die Kommentare. Also, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Habt Spaß bei der Astrofotografie und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.